Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite, heute mit Seite 142. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du uns den Erlösungsplan Schritt für Schritt offenbarst in deinem Wort. Dass wir jeden Tag etwas Neues lernen dürfen, dass du durch deinen Geist zu uns sprechen möchtest. Dafür danken wir dir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in 3. Mose 23 immer noch bei den Festen, den Fest-Sabbaten, die über das jüdische Jahr verteilt, die einzelnen Phasen des Erlösungsplanes darstellen sollten. Wir sind gerade beim Laubhüttenfest, dem letzten Fest. In Vers 35 heißt es, am ersten Tag ist eine heilige Versammlung, da sollt ihr keine Werktagsarbeit verrichten. Sieben Tage lang sollte dem Herrn... Ein Feueropfer darbringen und am achten Tag sollt ihr eine heilige Versammlung halten und dem Herrn ein Feueropfer halten, äh, darbringen. Es ist eine Festversammlung, da sollt ihr keine Werktagsarbeit verrichten. Das sind die Feste des Herrn, zu denen ihr heilige Versammlung einrufen sollt, um dem Herrn Feueropfer, Brandopfer, Speisopfer, Schlachtopfer und Trankopfer darzubringen. Jeden Tag das, was vorgeschrieben ist. Zusätzlich! zu den Sabbaten des Herrn und zu euren Gaben und zusätzlich zu allen euren Gelübden und allen euren freiwilligen Gaben, die ihr dem Herrn gebt. Hier ist ein sehr wichtiger Punkt. In Vers 37 werden die Feste beschrieben, diese sieben Feste, angefangen mit dem Passa und enden mit dem Laubwittenfest, die den Zweck haben, dass Opfer gebracht werden sollen. Und zwar jeden Tag das, was vorgeschrieben ist. Und diese Feste, die auch innerhalb des Kapitels Sabbate genannt werden, weil keine Werktagsarbeit verrichtet werden darf, sind zusätzlich zu den Sabbaten des Herrn. Zu den Sabbaten, die immer am siebten Tag der Woche, am Samstag stattfinden, die, wie wir gesehen haben, nicht an Opfer gebunden sind. Und das hat eine wichtige Bedeutung und eine Implikation. Denn mit dem Wegfall der Opfer im Neuen Testament, weil Jesus unser wahres Opfer all die Schlacht- und Speisopfer hat aufhören lassen, wie dann später Daniel 9 sagt fallen auch die exakten Ausführungen dieser Feste weg. Was nicht wegfällt, ist der wöchentliche siebte Tagssabbat, der nicht an Opfer gebunden ist und der auch schon dann stattfand, als es noch gar keine Opfer gab. So sollte ihr nun am 15. Tag des siebten Monats, wenn ihr den Ertrag des Landes eingebracht habt, das Fest des Herrn halten, sieben Tage lang, am ersten Tag ist ein Feiertag und am achten Tag ist auch ein Feiertag ihr sollt aber am ersten Tag Früchte nehmen von schönen Bäumen, Palmenzweige und Zweige von dicht belaubten Bäumen und Bachwein. Ihr sollt euch sieben Tage lang freuen vor dem Herrn eurem Gott. Und so sollt ihr dem Herrn das Festhalten sieben Tage lang im Jahr. Das soll eine ewige Ordnung sein für eure Geschlechter, dass ihr dieses im siebten Monat feiert. Das Ende des jüdischen Zeremonialjahres oder das letzte Fest, besser gesagt, das letzte Fest in diesem Jahreszyklus war ein Fest der Freude. Ein Fest des ausgelassenen Jubels. Ein Fest, das typologisch, also als Illustration, hinweisen sollte auf die große Freude, die der Erlösten einmal haben werden, wenn sie von diesem sterblichen Leib erlöst. Für immer und ewig. Bei dem Herrn sein können und mit ihm leben können. 7. Tagelang sollt ihr in Laubhütten wohnen. Alle Einheimischen in Israel sollen in Laubhütten wohnen. Damit eure Nachkommen wissen, dass ich die Kinder Israels in Laubhütten wohnen ließ, als ich sie aus dem Land Ägypten herausführte. Ich, der Herr, bin euer Gott. Diese Feste hatten nicht nur einen ganz klaren prophetischen, typologischen ähm, Blick nach vorne. Sie hatten gleichzeitig auch einen wichtigen Blick nach hinten. Sie sollten daran erinnern, was Gott auch schon getan hatte für sein Volk, damit auch zukünftige Generationen selbst noch einmal quasi nacherleben können, wie Gott sein Volk geführt hat. Auch wir sollten uns Zeit nehmen, ähm, die Geschichte des Volkes Gottes in der Bibel, in der Kirchengeschichte, in der Reformationszeit zum Beispiel und auch in der Adventgeschichte, Nachzuempfinden, soweit das uns möglich ist. Noch einmal uns hineinversetzen in die Situationen damals, die Geschichten nachlesen, um zu sehen, wie Gott sein Volk bis hierhin geführt hat, damit wir Vertrauen fassen können für das, was noch kommt. Und daher verkündete den Kindern, und Mose, und Mose verkündete den Kindern Israels die Feste des Herrn. Und der Herr redete zu Mose und sprach, Gebiete den Kindern Israels, dass sie reines Öl aus zerstoßenen Oliven zu dir bringen für den Leuchter, um beständig Licht zu unterhalten. Das Licht sollte nicht aufhören. Jesus ist das Licht der Welt. Er ist es immer. Draußen vor dem Vorhang des Zeugnisses in der Stiftshütte soll Aaron es zurichten, damit es beständig brennt vor dem Herrn, vom Abend bis zum Morgen eine ewige Ordnung für eure Geschlechter. Auf dem reinen Leuchter soll er beständig die Lampen zurichten vor dem Herrn. Und du sollst Feinmehl nehmen und davon zwölf Kuchen backen. Ein Kuchen soll aus zwei Zehnteln bestehen. Du sollst sie in zwei Schichten von je sechs Stück auf den reinen Tisch legen vor dem Herrn. Und du sollst auf jede Schicht reinen Weihrauch legen und er soll für das Brot sein. Als der Teil, der zum Gedenken bestimmt ist, ein Feueropfer für den Herrn. Sabbat für Sabbat soll er sie beständig vor dem Herrn aufschichten. Von den Kindern Israels, das ist ein ewiger Bund. Jeder Sabbat sollte insbesondere für das Brot, das Wort Gottes verwendet werden. Jeder Sabbat soll uns daran erinnern, dass wir vor dem Wort Gottes leben, so wie wir vom Brot leben. Und es soll Aaron und seinen Söhnen gehören. Die sollen es essen an heiliger Stätte, denn als ein Hochheiliges von den Feueropfern des Herrn soll es ihm gehören als eine ewige Gebühr. Und der Sohn einer israelitischen Frau er war aber der Sohn eines ägyptischen Mannes, ging unter den Kindern Israels aus und ein. Dieser Sohn der israelitischen Frau und ein Israelit stritten im Lager miteinander. Da lästerte der Sohn der israelitischen Frau den Namen des Herrn und fluchte ihn. Daraufhin brachte man ihn zu Mose. Seine Mutter aber hieß Selomit und war die Tochter Dibris vom Stamm Dan. Und sie behielten ihn in Gewahrsam, bis ihnen ein Bescheid gegeben würde durch den Mund des Herrn. Und der Herr sprach, redete zu Mose und sprach, führe den Flucher hinaus vor das Lager und lass alle, die es gehört haben, ihre Hand auf seinen Haupt stützen und die ganze Gemeinde soll ihn steinigen. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir freuen uns auf die Zeit mit dir, wenn wir einmal im Himmel sein können. Und Herr, wir danken dir auch für die Gelegenheit, über deine Führung in der Vergangenheit nachzudenken. Schenke uns heute, an diesem Tag, Gelegenheiten, beides zu tun, über die Vergangenheit nachzudenken, wie du uns geführt hast, und Vorfreude zu haben auf die Zeit mit dir in der Ewigkeit. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.